Sankt Petersburg, Juli. Es war außerordentlich heiß. Gegen Abend trat Rodion Romanowitsch Raskolnikow, der ehemalige Jurastudent, aus seiner Kammer auf die Straße hinaus. Ich bin's, Raskolnikow. Seit einiger Zeit befand er sich in einem reizbaren und angespannten Zustand. Er war mit sich selbst beschäftigt und hatte sich von allen zurückgezogen. Die Armut hatte ihn erdrückt. Auf welches Wagnis will ich mich einlassen? Und vor welchen Lappalien fürchte ich mich? Mein Gott, dachte er. Dass ich einen Menschen einfach erschlage? Ich schlag sie tot! Aufs Maul! Ein Lied, Leute! Ein Lied! Ich schlag sie auf die Augen! Ist es denn möglich, dass ich im klebrigen, warmen Blut der alten Pfandleiherin ausrutschen, die Truhe aufbrechen, stehlen und zittern werde? Hunderte, tausende von guten Werken und Plänen könnte man in Angriff nehmen mit dem Geld der... Ein Beil muss her! Ein Beil! Ein Beil! Was bedeutet auf der allgemeinen Waage das Leben dieser bösen alten Frau? Kaum mehr als das Leben einer Laus. Sie ist es nicht wert zu leben. Sie zu erschlagen wäre ein Experiment, die Verfehlungen der Natur zu korrigieren. Mörder. Du bist der Mörder. Eine fieberhafte Stimmung bemächtigte sich seiner. Sein Herzschlag stockte.